Hey, Weihnachten ist in weniger als einer Woche und für alle, die immer noch keine Geschenke haben, ist das heutige Video. Und zwar möchte ich heute mit euch ein paar nachhaltige Last-Minute-DIY-Geschenke machen. Das waren irgendwie sehr viele Wörter. Naja, auf jeden Fall machen wir heute ein paar DIYs, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch eine andere sehr, sehr coole, sehr nachhaltige Geschenkidee vorstellen. Und zwar mache ich das heutige Video in Kooperation mit Treedom und am Ende wird es auch eine Verlosung geben, also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und ja, für alle, die Treedom nicht kennen, das ist die einzige Website, auf der ihr einen Baum pflanzen und ihn dann weiterhin verfolgen könnt. Jeder Baum bekommt dann seine eigene Profilseite und wenn er eingepflanzt wird, wird er geolokalisiert. Ihr bekommt also den Standort und ein Foto von dem Baum. Und dann gibt es so eine Baumtagebuchfunktion, über die ihr dann immer Updates bekommt. Auch noch zu dem Kleinbauern, der den Baum eingepflanzt hat und zu dem Projekt, in dem sich dieser Baum befindet. Und ihr könnt natürlich nicht nur für euch selber Bäume pflanzen, sondern ihr könnt sie auch verschenken und ihr könnt ihnen dann auch einen Namen geben und eine persönliche Nachricht darauf hinterlassen. Und auf der Seite des Baums könnt ihr dann auch sehen, wie viel CO2 er bisher gebunden hat. Also da gibt es ganz, ganz viele Funktionen und total viele Infos. Das werde ich euch gleich aber genauer zeigen, denn ich habe von Treedom auch einen Baum bekommen, was ich super cool finde und den werden wir jetzt gleich zusammen einpflanzen. Und jetzt gerade gibt es bei Treedom eine Weihnachtskampagne mit 6 verschiedenen Bäumen, die alle verschiedene Vorteile für die Kleinbauern und für die Umwelt haben. Und ihr könnt euch dann auch aus mehreren Bäumen ein Set zusammenstellen, um sozusagen alle Benefits so gut wie möglich abzudecken. So sieht das dann momentan auf der Seite aus. Als erstes habt ihr hier direkt die Weihnachtsaktion und ihr könnt dann auf Baumpflanzen gehen und dann habt ihr hier die verschiedenen Bäume und könnt euch dort einen aussuchen. Ich gehe jetzt allerdings auf diesen Link hier unten, da ich einen Code habe. Und dann gehe ich auf Erhalte einen Baum und gebe hier meinen Code ein. Okay, oh, ich bin total gespannt. Ich weiß noch nicht, was für ein Baum es ist. Das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Ein Mangobaum! Und hier auf der Seite von dem Baum kann ich ihm dann auch einen Namen geben. Ich habe mir jetzt allerdings noch nichts überlegt, deswegen werde ich das jetzt mal noch freilassen. Hier sieht man dann auch, der Baum ist gerade noch in der Baumschule in Thailand und wenn er dann eingepflanzt wird, dann werde ich auch ein Foto von dem Baum sehen. Und hier in dem Steckbrief steht dann auch zum Beispiel, wie viel CO2 dieser Baum fixieren wird. Hier sind es jetzt zum Beispiel 700 Kilogramm. Und hier könnt ihr dann auch die Verwendungszwecke von dem Baum sehen. Also dieser Mangobaum ist jetzt hauptsächlich für Konsum und Verkauf und aus den Blüten wird zum Beispiel auch Kosmetik gemacht. Und wenn ihr hier auf Nachrichten geht, könnt ihr auch eine Nachricht hinterlassen. Und wenn ich den Baum jetzt verschenken wollen würde, könnte ich einfach hier auf Verschenke mich klicken und dann per SMS, per WhatsApp, Mail oder auch per Grußkarte kann man den dann einfach verschenken. Ich finde es einfach super cool, weil ihr nicht einfach nur einen Baum pflanzt, sondern diese Bäume haben die verschiedensten Vorteile. Sie sind alle gut fürs Klima, sie binden alle CO2. Manche sind besonders gut, um Bodenerosion vorzubeugen. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch jetzt damit auskennt. Auf jeden Fall, Nahrungssicherheit ist auch ein großes Thema. Die Bäume, die Früchte tragen. Genauso, wenn die Kleinbauern die Früchte auf dem Markt verkaufen, haben sie noch eine zusätzliche Einkommensquelle. Also es sind einfach so viele Bereiche, in denen man damit etwas Gutes tun kann. Und die Bäume werden auch nicht in riesigen Plantagen angebaut, sondern in kleinen Agroforstsystemen mit den Kleinbauern zusammen, um nachhaltige Ökosysteme zu schaffen. Und was ich auch super wichtig finde, die Felder, wo die Bäume dann wachsen, gehören auch wirklich den Kleinbauern, sodass sie dann wirklich alle Vorteile daraus ziehen können. Und ich glaube, das war jetzt alles zu dem Thema. Wie gesagt, bleibt bis zum Ende dran. In diesem Video wird es auch noch eine Verlosung geben. Und dann starten wir jetzt mit den DIYs. So, als erstes machen wir ein paar Wachstücher selber. Falls ihr nicht wissen solltet, was das ist einfach eine nachhaltige Alternative zu Frischhaltefolie und Alufolie. Und dafür braucht ihr erstmal einen Stoff. Ich habe mir dafür einfach ein Baumwollhemd aus dem Secondhand-Laden geholt. Außerdem braucht ihr Backpapier, eine Schere und ein Wachs. Dafür wird normalerweise Bienenwachs benutzt. Wenn ihr es allerdings vegan haben wollt, könnt ihr zum Beispiel Canauba-Wachs nehmen. Und als letztes braucht ihr auch noch ein Bügeleisen. Als erstes schneidet ihr euch euren Stoff zurecht. Die Größe, die ihr wählt, hängt davon ab, wofür ihr das Tuch benutzen wollt, ob ihr darin Brot einpacken möchtet oder eine Schüssel oder vielleicht nur Gläser abdecken möchtet. Ich habe mir jetzt so zwei verschiedene Größen gemacht und dann legt ihr euer Tuch einfach auf ein Blatt Backpapier und verteilt euer Wachs da drauf. Passt auf, dass ihr nicht zu viel nehmt. Ihr könnt am Ende immer noch was nachlegen, aber zu viel wäre ein bisschen doof, weil dann bilden sich so Schichten. Und ja, dann bügelt ihr einfach drüber, damit das Wachs schmilzt und sich im kompletten Tuch verteilt. Solange es warm ist, müsst ihr es dann nur noch von dem Backpapier abziehen und gerade trocknen lassen. Und das dauert nur so ein paar Sekunden eigentlich.
Und danach ist euer Wachstuch auch schon fertig und ihr könnt darin alles Mögliche einpacken, wie zum Beispiel euren Ingwer. Und dann drückt ihr das einfach so ein bisschen mit den Händen fest und durch die Wärme passt sich das dann der Form an. Und ja, es funktioniert genauso wie Frischhaltefolie, wie ihr sehen könnt. Und nachdem ihr sie benutzt habt, könnt ihr sie einfach mit ein bisschen Wasser abspülen und dann sind sie immer wieder verwendbar. Ich muss sagen, ich war total überrascht, dass es so einfach geht, die selber zu machen. Wenn man sich mal die Preise von Bienenwachstüchern anguckt, ist es wirklich eine sehr günstige Alternative, das einfach mal selbst zu probieren. Und ich denke, das ist auch so eine Sache, von denen vielleicht viele noch nichts gehört haben und ein Geschenk, mit dem ihr dann so ein bisschen überraschen könnt. Als nächstes machen wir diese Kräuteröle selber und dafür braucht ihr erstmal 2 Glasflaschen. Die bekommt ihr in allen möglichen Haushaltsgeschäften oder ihr könnt sie auch wiederverwenden, falls ihr noch irgendwie sowas zu Hause habt. Was ihr letztendlich in die Flaschen reinfüllt, ist eigentlich euch überlassen. Ich zeige euch jetzt nur mal 2 Varianten, die mir sehr gut gefallen. Und zwar habe ich für die eine Chilis benutzt. Dafür könnt ihr entweder getrocknet nehmen oder frische. Wenn ihr allerdings frische nehmt, müsst ihr die erstmal kurz anbraten. Und für dieses Öl braucht ihr außerdem noch eine unbehandelte oder eine Bio-Zitrone und dann auch noch verschiedene Kräuter. Ich habe mich jetzt für Rosmarin und Thymian entschieden. Und dann für das andere Öl brauchen wir Knoblauchzehen und natürlich für beides Olivenöl. Ihr könnt auch ein anderes nehmen, aber ich mag Olivenöl, deswegen habe ich das genommen. Fangen wir mit dem Chili-Zitronenöl an und dafür schneide ich einfach die Schale von der Zitrone mit einem Messer runter. Ich mache das nicht mit einer Reibe, damit halt am Ende keine Stückchen in dem Öl drin sind. Und ja, genau. Das schneidet ihr dann einfach runter und als nächstes schält ihr dann auch schon einmal den Knoblauch. Ihr müsst ihn jetzt nicht besonders klein schneiden. Ich habe ihn nur einmal in der Mitte durchgeschnitten, damit er einfach gut in die Flasche reinpasst und am Ende auch wieder rauszuholen ist. Und dann habe ich noch einmal so drauf gedrückt, damit die Aromen sich so schön rauslösen können. Und dann geht es auch schon ans Befüllen der Flaschen. Ich habe mit dem Knoblauchöl angefangen und es ist eigentlich sehr einfach. Ihr schmeißt einfach alles in die Flasche rein. Und die Kräuter habe ich dann auch so ein bisschen zerrieben, damit die ätherischen Öle so austreten können. Und falls es ein bisschen zu lang für die Flasche ist, dann schneidet euch das einfach so zurecht, dass es passt. Und ja, so sieht das dann aus. Also sieht auch schon ohne Öl ganz hübsch aus. Und dann bei dem Zitronen-Chiliöl genau das gleiche, die ganze Schale da rein. Und meine Chilis haben zum Glück komplett reingepasst. Das hat mich sehr froh gemacht. Ich musste nur den Stiel abschneiden. Dann habe ich da auch noch ein paar Kräuter dazu getan. Und dann müsst ihr das Ganze eigentlich nur noch mit Öl auffüllen, sodass alles komplett bedeckt ist. Am besten wäre es übrigens, wenn ihr keine durchsichtige Flasche benutzt, sondern eine aus grünem oder braunem Glas, damit das Öl einfach besser geschützt wird und nicht ranzig wird. Ja, aber ich hatte jetzt nur die und so sieht das dann aus. Und ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus und es schmeckt auch sehr lecker. Als nächstes machen wir diese Massagebars selber und wo habe ich nur die Inspiration her? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall braucht ihr dafür erstmal Kokosöl und Kakaobutter. Alternativ könnt ihr auch Shea-Butter benutzen. Und wenn ihr wollt, dann noch ätherische Öle. Ich habe jetzt noch ein paar Tropfen Orange reingetan. Und dann Kaffeebohnen oder Azuki-Bohnen und eine Form, wo ihr das Ganze reinfüllen könnt. Ich habe jetzt einfach diese Shampoo-Dose von Lush benutzt und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ja, als erstes füllt ihr dann eure Form mit den Bohnen, so dass der komplette Boden damit bedeckt ist. Und dann messt ihr die Shea-Butter und das Kokosöl ab. Mengenangaben sind natürlich wie immer in der Infobox. Und dann schmelzt ihr das Ganze, damit es so eine schöne, einheitliche, Öligkeit wird. Yo, genau. Dann habe ich noch das Orangenöl hinzugetan und dann müsst ihr nur noch eure Kakaobutter, Kokosmasse in eure Förmchen füllen und über Nacht oder im Kühlschrank für ein paar Stunden auskühlen lassen. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wenn ihr eine Silikonform habt oder so, dann könnt ihr das jetzt wahrscheinlich einfach so rausploppen. Aber in meiner Form war das natürlich ein bisschen kniffliger und deswegen kommt mein gutes altes Lieblingstool zum Einsatz und zwar mein Föhn. Und ich habe die Dose dann einfach auf den Teller gelegt und von oben halt so ein bisschen angeföhnt. Dann schmilzt der Boden so ein bisschen an und voilà, es kommt ganz einfach raus. Ich bin extrem zufrieden mit diesem DIY. Ich finde, die sind richtig gut geworden. Und am besten verpackt ihr das dann in einem Glas oder in ein bisschen Wachspapier, damit es einfach nicht alles total vollfettet. Und ja, als nächstes machen wir noch etwas sehr Leckeres und zwar eine Chai-Latte und eine goldene Milchgewürzmischung. Und wir fangen mit der Chai-Latte-Mischung an und dafür braucht ihr erstmal Zimt. Außerdem getrockneten Ingwer, Kardamompulver, ich mache auch ganz gerne Vanille rein, Piment und natürlich auch noch ein Glas, wo ihr das Ganze reinfüllen könnt. Kommen wir zu den Mengenangaben. Ich habe 6 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Ingwer, 1 Teelöffel Kardamom, 1 Teelöffel Piment
und einen Teelöffel Vanille verwendet. Und das Ganze ist super einfach. Ihr müsst die Gewürze nur miteinander vermischen und dann in euer Glas füllen. Und dann seid ihr auch schon fertig. Ihr könnt natürlich auch noch eine schöne Schleife drum machen oder ein Kärtchen. Das ist sehr wichtig. Ein Kärtchen, auf dem draufsteht, wie viel Milch und wie viel Gewürz man braucht. Also ich mache 2 Teelöffel auf 200 Milliliter Sojamilch. Und ich finde, das funktioniert so ganz gut. Und genau, dann machen wir als nächstes die Kurkuma-Latte oder goldene Milch-Gewürzmischung. Und dafür brauchen wir logischerweise Kurkuma, außerdem auch Ingwer, Zimt und gemahlenen schwarzen Pfeffer und optional auch noch ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Und genau das gleiche, wieder alle Gewürze miteinander vermischen. 6 Teelöffel Kurkuma, 2 Teelöffel Ingwer, 2 Teelöffel Zimt und einen halben bis einen ganzen Teelöffel Pfeffer, je nachdem, wie scharf ihr das gerne haben möchtet. Und dann könnt ihr auch noch ein bisschen Cayenne-Pfeffer dazu tun. Und genauso wie bei dem Chai Latte, ich nehme immer 2 Teelöffel auf 200 Milliliter Milch und das schmeckt dann sehr lecker. Ach ja, und die Gewürzmischungen sind beide ohne Zucker, damit das jeder einfach selber entscheiden kann, wie süß er das haben möchte und was für einen Süßstoff er da drin haben möchte. Finde ich immer ganz praktisch. Das waren alle DIYs. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wie versprochen, kommen wir jetzt auch noch zu der Verlosung. Und Treedom hat mir 3 Bäume zur Verfügung gestellt zum Verlosen. Und zwar... Piep! Ich habe mich entschieden, doch nicht zu verraten, welche Bäume es sind. Es wird also eine Überraschung. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist, dass ihr mir einen Kommentar schreibt, in dem das Wort Baum vorkommt. Und dann nehmt ihr auch schon an der Verlosung teil. Ich denke, ich werde es am 24. auslosen. Das wäre auch eigentlich ganz cool. Dann kriegt ihr so ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und ja, dann war es das für heute. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!